So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Es gibt auch so nichts Wichtiges eigentlich, was gestern so passiert ist, wenn wir hier mal so durchgucken. Ja, Nebel des Krieges ist, kommt wieder zurück. Aber das hier ist natürlich das Entscheidende. Wir gehen auch direkt rein in den Shop, quatschen nicht so viel. Ihr hört schon im Hintergrund, ich musste mir die Musik holen. Und wir haben die Fußballskins wieder zurück. Denn sie sind halt wieder da. Also ich weiß nicht warum, aber heute ist halt alles über Fußball. Und denkt dran, wenn ihr euch einen Skin davon holt, ihr könnt die Trikots alle ändern nach dem Verein eurer Wahl. Also es sind eigentlich ziemlich viele Stile, wenn man es mal so will. Aber ich persönlich feiere die Fußballskins nicht, so muss ich ganz ehrlich sagen. Im Gegenteil, wenn man einen in der Lobby sieht, ist es eher sogar nervend. So, des Weiteren, jetzt kommen die ganzen Fußball-Emotes natürlich auch wieder mit rein. Einmal Pelés Luftsprung, dann Edeltechnik, dann Balltricks, die rote Karte ist auch wieder zurück, Lufthorn. Und wie gesagt, Pelés Luftsprung. Dann sind wir hier beim neuen Skin. Natürlich alles inklusive. Rückenaccessoire ist mit drin. Pickaxe ist mit drin. Also, wenn man sich sonst so die Preise anguckt von den Pickaxen, dann kann man bei dem Skin-Paket, sage ich jetzt mal, wirklich gar nichts sagen. Also im Gegenteil. Wir haben zwei verschiedene Stile von der Grundfarbe. Und natürlich noch einmal mit Gesichtsmaske und einmal ohne. Also für 1600 ist wirklich ein super Angebot. Da steht auch extra nochmal dabei. Denkt dran, Spitzhacke ist gratis mit dabei. So, des Weiteren haben wir drin. Omen ist wieder zurück. Ja, Skin hat keinen Bock zu laden. Ja, so wird der Skin doch auch nice aussehen, oder? Ja, mal gucken, ob er jetzt lädt. Aha, hallo. So sieht der Skin aus. Dann haben wir Schicksalsrahmen mit drin. Orakelhake. Das sind halt alles. Ich sage immer wieder, Pickaxe sind so teuer. Und dann haben wir Schaltflügel mit drin. Und halt, wie gesagt, der neue Skin. Was haben wir noch drin? Traum ist wieder zurück. Mit passendem Rückenaccessoire. Dann haben wir Luminus wieder drin. Auch ein schöner Skin. Also, das ist ein wirklich schöner Skin. Und dann haben wir Splitterbruch wieder mit drin. Dann die schöne Arcana. Ich sage, ich mag der Stil einfach von dem Ganzen. Dann Cobra ist wieder zurück. Und da haben wir ja alle gesagt, genau so sieht eigentlich der Battle Pass. Genau. Das Crew-Paket. Vom Crew-Paket. Vom Crew-Paket der Skin. Leck mich am Besen. Dann Neon Gift. Die Tarnung habe ich ja sehr, sehr lange benutzt. So, was haben wir noch mit drin? Oblivion ist natürlich mit drin. Also heute sind wieder relativ viele Skins drin. Natürlich auch in zwei Stilen. Einmal in Schwarz, einmal in Gold. Dann natürlich das passende Rückenaccessoire. Meine Güte, man merkt echt, es ist noch früh. So, dann haben wir des Weiteren noch Kommando mit drin. Kleine Schritte. Dann Skala. Naja. Bei Tarnung wisst ihr. Dann Klappe die 14. Den Skin hatten wir schon. So, dann kommt alles wieder, was wir gestern schon drin hatten. Einmal Muskelkater-Paket, dann das Batman-Paket, dann Ritter der runden Tafel und letzter Lacher immer noch dabei. Und für alle die, die Rette die Welt spielen, heute gibt es dann insgesamt 75 V-Bucks zu holen. Mit der Tagesaufgabe und eine 25 V-Bucks-Aufgabe im Steinwald auf Stufe 9. Also 25 V-Bucks, Stufe 9 plus Tagesaufgabe gleich 75 V-Bucks. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.